Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday 2. Letztes Mal haben wir uns hier vorbereitet. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich stattdessen einen ECM-Jammer haben will. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht beschissen werde. Gar kein Problem. Das sieht freundlich aus. Nicht, dass man das nicht zurückklauen kann. Meistens, ich glaube zumindest. Man kann das. Müssen wir ausprobieren. Müssen wir schauen. Aber bin ich verliere ein bisschen Meth. Auch nicht so dramatisch. Punkt. 2 von 3. Wenn man extra Meth mitbringt, bekommt man übrigens für jedes einen einzelnen Geldbeutel. Und wenn man die natürlich dann zusätzlich nimmt, ist natürlich praktisch. Na, danke. So, der ist noch ein bisschen weiter oben. Genau, die haben theoretisch so Moneybags. Ja, dadurch dauert die Mission halt nicht lang. Ach halt, nach unten muss ich. Hier geht's nach unten. Jetzt ist die Frage. Oh. Komme ich hier überhaupt durch irgendwo hin? Ja. Rein theoretisch soll es möglich sein, das zu deployen. Und dann zu hoffen, dass ich genügend Power habe, das zu nutzen. Ich weiß nicht, ob die Polizei kommt. Wahrscheinlich schon. Und das hat sich gelohnt. Das wert einfach zurückzustehen. Ich glaube, das kann man auch normal machen, wenn man wirklich mehr hat. Dann lohnt sich das noch mehr. Okay, die wichtige Sache ist, der Ace Pilot ist schneller da und fliegt näher ran. Das ist ausschließlich für Loot. Ach ja, so ein guter grüner Tee zwischendrin. Auch wenn der inzwischen nicht mehr grün ist. Vom Farbton her. Gut, wir sind natürlich mit dem Chopper auch angekommen. Im Normalfall ist die beste Möglichkeit, das hier zu machen. Das hier. Das muss man bei den allen machen. Manche haben halt C4 unten drin, deshalb sollte man das dann entsprechend nehmen. Kann ich da T, wollte ich machen. Clover, du hältst die Position, danke. Ja, in den meisten ist C4. Für mich war das damals immer ein Problem, weil mein Spiel so laggy war, dass C4 so spät gespawnt ist, dass ich normal explodiert bin. Das explodiert übrigens den kompletten Bus, wenn man das macht.
Und das ist halt so richtig schön für die Moneybags. So, kein Ticken beim letzten ab. Und manche von denen haben kein C4. Aber das ist okay. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man eine gewisse Menge von den Moneybags rausbekommt, bevor die Sachen explodieren. Ich glaube, sechs bevor man sechs Bags, obwohl man kein C4 entschärft oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hinhaut, ist relativ niedrig, wenn man allein ist. Okay. So. Ganz normal. Okay. Vielleicht hätte ich Clover sogar hier. Moment. Clover, du verteidigst hier sogar. Der Search ist fertig beim Runterladen. Stimmt, es gab heute ein super Angebot. Auf Chrono.gg. Theoretisch könnte ich jederzeit abhauen, aber ich will nicht jederzeit abhauen. Ich will mein Geld haben. Vor allem, das ist so schon richtig lohnenswert. Okay, wo bleibt der Heli? Ich glaube, der Heli kommt hier hin. Genau. Ansonsten muss man da noch ein gutes Stück weiterlaufen. So, damit kriegen wir jede Menge Geld. Und das ist super nützlich. Yep. So viel extra Kohle für mich. Ja, man muss ein bisschen schauen beim Werfen. Wobei heutzutage eigentlich jeder Bild verbesserte Werffähigkeiten hat und das deshalb kein Problem mehr ist, aber früher war das deutlich schwieriger noch. Wie viele Moneybags kriegt man hier? Das lohnt sich ja richtig. So. Go. So schön viel Geld für mich. Natürlich, wenn ich intelligenter gewesen wäre, hätte ich das auch vorher schon machen können. Und einfach auf die Liste schauen, wie viel es tatsächlich sind. Nein! Einer ist leider verloren gegangen, weil er ins Wasser gefallen ist. Und ich glaube nicht, dass er respawnt. Das ist kein kritisches Element, dementsprechend spawnt es nicht nach. Egal, passt schon. Puh. 10 Millionen Backloot. Das war eine schön zügige Mission. Ja, ich weiß nicht, warum das im Moment crasht, das Safe House. Das müsste ich mir anschauen. Gibt bestimmt irgendeinen Grund, aber naja, nicht so dramatisch. Venomoth. Ein Halloween-Item. Nicht so wirklich interessant in die aktuelle Zeit. Naja, so viele Episoden, wie wir langsam aufgenommen haben, vielleicht schon. Aha. Was haben wir hier noch? Iron Man interessiert mich nicht. Inner Pockets. Wahrscheinlich schon langsam. Die andere Möglichkeit ist, Shockproof zu nehmen. Gut. Claim. Okay, Big Oil, ab jetzt geht's in die richtig interessanten Sachen. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich eine extra Waffe. Ich würde hier gerne eine Deagle haben. Deagle, Deagle. Oh, ist sie teuer. Modify.
Bare Extension, size doesn't matter. Das ist nämlich der kleinste, den es gibt. Dann hätte ich gern Concealment Boost. Nein, kann ich nicht kaufen. Deagle Mount ist egal. Micro Laser. Immer. Ich will immer einen Laser dran haben. Dann holen wir den Blink Grip für extra Concealment. Sights brauchen wir nicht und Slides ist auch nicht sinnvoll. Okay. Das ist nämlich einfach eine deutlich höher Damage-Waffe und die werden wir brauchen. Wie viele Punkte habe ich? 5. Rein theoretisch wäre es hierfür sogar sinnvoll. Sowas wie das jetzt zu nutzen, egal. Ich glaube, das. Die brauche ich hier für alle nicht. Dann nehme ich stattdessen das hier. Burglar, ich könnte hier nochmal zwei Sachen reintun. CrimeNet Offline. Und dann würde ich sagen: Big Oil, Big Oil, Big Oil ist Dentist. Big Oil, nicht Dentist, Elephant. Mayhem. Gut, hier brauche ich primär ECM Jammer. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Nova Schenk ist okay, weil das eine Instant-Waffe ist. Ich muss mal das Ohr wechseln. Ich habe dann doch wieder ziemlich lange In-Ears auf einer Seite, die nicht perfekt passen. Okay, halt. Das ist die falsche Waffe. Ich brauche eine Waffe, die richtig Damage macht. Loadout, die bitte. Bodybags brauche ich ehrlich gesagt nicht. Sixth Sense. Keine Ahnung, vielleicht sind sie auch nur defensiv. Oh, wir haben hier eine Kamera. Auf Kameras muss man jetzt sehr stark aufpassen. Hier ist nämlich ein Minenfeld ansonsten. Typischerweise komme ich meistens von vorne. Okay. Detected ist niemals ein Problem, sofern man kein Alarm auslöst. Typischerweise ist die einfachste Möglichkeit, es zu machen, das hier. Wie viel habe ich noch? 19 Sekunden, das reicht. Ja, kein Problem. 9, 8, 7, 6, 5. Und den nächsten bitte. Und dann nutze ich doch das gleich mal. Das bitte. Auf. 13 Sekunden habe ich noch. Au. Okay, das war leider nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Deshalb probiere ich das nochmal. Ich darf nicht von der Diegel weg. Das kann man, den ersten Teil kann man problemlos werfen. Ich will das nur schaffen. Oh. Camera. Random Guy. Die Türen sind typischerweise mit einem Elektroschocker versehen. Scheiße. Restart.
Nochmal probieren. Das gibt's noch nicht. An sich ist das keine schwierige Stealth-Mission. Wirklich nicht. Besonders seit den neuen Updates komme ich hier nicht drum herum. Ich hasse diese Position. So, okay. Jetzt kommen wir von vorne. Jetzt habe ich ein bisschen besseren Überblick. Okay, da sind draußen Gegner, das ist okay. Dann würde ich sagen, den hier bitte, den hier bitte, den hier, den. Ha, Mist. 12 Sekunden. Das normalerweise müsste das reichen. Das hier. Da drüben ist noch einer, der versucht hat anzurufen. Wo sind die letzten beiden? Da ist einer. Und ein letzter ist noch hier drüben irgendwo unten. So. Und das war's. Damit ist die Mission gestealth. Gut, mit Stealth hat es nicht wirklich mehr was zu tun. Ja, Bane. Hier ist niemand, der suspicious werden kann. Was habe ich hier? Oh, Airplane Keys. Das ist sehr, sehr nützlich. Das ist eine der besten Assets, die man bekommen kann. Das ist komplett nutzlos. Ich glaube, im Bad unten müsste auch noch so ein Schlüssel sein. Nicht in diesem Bad. Irgendwo anders gibt es hier noch einen Schlüssel. Egal wie. Ich hoffe, dass ich auch alle Sachen habe jetzt. Ich finde das sehr angenehmer. Geht aber auch das andere theoretisch. Nee, ich glaube, haben wir diesmal tatsächlich nur zwei Safes. Wir haben auch keine Waffen, was schade ist. Hier ist ein Package. Denn theoretisch können Waffen noch spawnen. Die landen dann typischerweise. Ach, eine Sache, die man auch machen kann, ist, man kann Sachen sägen. Außer ich habe hier unten ein Safe übersehen. Nein. Gut. Hier gibt es so Geldautomaten, jede Menge davon. Es gibt ein Achievement, wenn man die sich holt. Aber dazu muss man halt auch. Sägen und Sägen sind sehr, sehr laut und nicht so die allerbeste Möglichkeit zum Stealthen. Da ist noch ein Package, natürlich. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich. Ups, ich will nicht eine Person rumtragen, das ist eine blödsinnige Idee. Ja, nur nochmal sicher gehen, dass ich auch nicht irgendwas Dämliches mache. Mir schon mal passiert, dass ich Ewigkeiten gewartet habe und dann so einen großen Safe übersehen habe. Stealth, no prob. Ganz klar. Weil genau, die Türen haben standardmäßig alle Electrocution-Möglichkeiten. Deshalb muss man dann immer schauen, dass man nicht durch die Türen durchgeht. Hier zum Beispiel. Wenn man die Tür selbst öffnet, versucht zu knacken oder sowas. Dann kriegt man Elektroschock und die ganze Sache fliegt zur Hölle. Feedback. Keine Ahnung, ob da was Dramatisches ist mit. War vielleicht auch nicht ideal, das einzusetzen, muss ich zugeben. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Theoretisch kann man das auch mit einem einzelnen ECM-Jammer zum Beispiel schaffen. Dann das Feedback ist super nützlich. Weil man durch das Feedback alle möglichen Gegner in der Reichweite stunnen kann für 4 Minuten. Für ein paar Sekunden. Alle 4 Minuten. Und wenn man zwei hat, natürlich öfters. Alle 2 Minuten sozusagen. Und damit kann man mit genügend ECM-Jammern kann man richtig lang eine defensive Stellung halten.
Und das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, jetzt kann ich hier vorsichtig sein mit. Oh, ein Moneybag. Immerhin etwas. Das ist besser als nichts. Außer natürlich, die haben wirklich in einen dieser Außendinger was Nutzloses drin. Wenn ich hier schaue, ich kann ja noch mal ganz kurz hier nach draußen gehen. Ich glaube, das wollte ich zeigen, habe es dann aber vergessen, weil irgendwas passiert ist. Theoretisch kann hier Waffen spawnen. Naja. Gut, das wird eines der angenehmsten Assets, haben wir auf jeden Fall gesichert. Keycards hätte ich gerne gehabt. Aber letzten Endes dürfte das auch möglich sein, ohne. So, dann schauen wir doch mal. Ja, die 4 Minuten sind lang. Muss man schon zugeben. In der Zeit kann man safe drillen. Yay! Ich freue mich. Sprint, sprint, sprint. Diese erhöhte Ausdauer ist so wichtig. Das ist auch so eine Sache, die sich immer lohnt, die Geschwindigkeitsperks aufzunehmen in alle Builds, die man nimmt.